Hallo und willkommen zurück bei Elex. So, nach kleiner Pause geht's weiter. Ich bin nicht dazu gekommen aufzunehmen. Entschuldigung. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Warte mal, was wollten wir denn machen? Wir wollten uns, glaube ich, da drüben die Häuser angucken, wo die ganzen Spinnen waren, ne? Ich habe mir noch ein paar Gedanken... Oh. Oh! Alter, hab ich mich gerade schon... Ich dachte, da liegt irgendwas. Warte mal, ich bin gleich down. Das fängt schon gut an. Kaji, hör auf. Schießt die Spinne? Ich habe Angst, dass die Spinne schießt. Warte mal. Wie sieht's denn aus? Haben wir denn überhaupt noch einen Heiltrank oder so? Suppen? Ach, das sind hier die Anleitungen. Großer Mana-Trank. Ich gehe die mal eben noch durch, damit... Anleitung nicht mehr. Ring der Kraft. Und nochmal Mana Trunk. Damit hier die Ausrufezeichen wieder verschwinden. Was ist denn das? Missionsgegenstand gehört einem toten Abenteurer. Okay. Habe ich ja was vergessen. Foto 7. Hatten wir uns schon angeguckt. Wurde nur noch nicht. Deactivated. Warum ist hier ein Ausrufezeichen, wenn hier nichts ist? Hier haben wir Schlauch, Stachel. Hä, ja, das verstehe ich hier gerade nicht. Warum haben wir denn hier ein Ausrufezeichen? Hier ist doch gar nichts. Ach, das ist noch eine andere. Eine Klasse. Ich dachte, das wäre dieselbe. Guck mal, eine klassische Sonnenbrille, eine moderne und eine praktische haben wir jetzt mittlerweile. Schlägel noch. Naja, super. So, das waren die Skills. Und hier haben wir auch nochmal 10 Punkte zur Verteilung. Gut. Dann gib mir mal bitte Heiltränke, wenn wir denn sowas haben. Großer, naja. Mehr haben wir ja gerade nicht. Dann packen wir uns die hier nochmal mit rein. Und dann gucken wir mal mit der Spinne. Ich hatte mir überlegt, wir haben ja noch so ein paar Sachen, die ich auch ganz gerne schoss. Und sie schießt. Nicht gut. Die wir abarbeiten wollten. Ja, sie ist auch noch tot im Kopf. Achtung! Ja, komm. Lass gut sein, Kaji. Nicht mit den Spinnen anlegen. Oh Gott, hier sind nur Spinnen. Nee, das wird nichts. Da gehe ich doch drauf gleich. Kaji, renn! Das sind jetzt zu viele Spinnen hier. Oh Gott, wo kommt man hier an? Und hier geht's gar nicht weiter, oder wie? Doch. Erstmal weg von den Spinnen. Kaji? Kommt sie? Gut. Wir haben ja noch unsere Crony, ne? Unsere Drohne. Die wollten wir uns ja auch mal noch holen. Da könnte man sich fast schon niederlassen. Meinst du? Und wir mussten dafür, glaube ich, irgendwas machen. Was ich noch nicht geschafft hatte, ne? Gegen irgendjemanden kämpfen, glaube ich. Irgendwas war da. Das würde ich ganz gerne dann vielleicht mal versuchen, weil wir brauchen die ja auch für unser neues Lager. Die wollten doch irgendwie Verstärkung haben. Da hatten, mussten wir doch so und so viele Begleiter auf unserer Seite haben, um gegen die zu kämpfen, um uns denen anzuschließen. Das würde ich doch ganz gerne mal machen. Denn demnächst zumindest. Jetzt nicht gleich. Weil jetzt gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Da oben wollte ich hin. Da habe ich sogar noch meinen Marker. Dann können wir hier mal die Häuser oben abklappern. Und wir gehen mal den Weg hier entlang und schauen mal, wo wir da hinkommen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schatz. Mein Schatz. Oh. Aber nichts zum Mitnehmen. Schade. Ah, ich mag sowas aber. Ne? So kleine Details, da kannst du dir immer so... Also wenn die Umgebung so belebt ist. Was ist hier passiert? Wer hat hier Muscheln vergraben? Oder wer wollte das hier verstecken? Für irgendjemand muss es ja wichtig gewesen sein, sonst hätte er es nicht versteckt. Aber für wen? Für dich, mein kleiner Freund? Achtung! Oh. Errungenschaft, Krieger. Ja! Naja, ich glaube ja nicht. Dafür flüchte ich noch viel zu oft aus Kämpfen. Oh, guck mal hier. Nehmen wir alles mit. Heiltrank, Heiltrank. Kleiner Heiltrank.
Gut. Oh, das ist auch schön hier mit dem Lavendel, ne? Ist doch Lavendel, oder? Oder Fuchs? Fuchs hier? Weiß ich nicht. Irgendwas in dieser Richtung. Es ist auf jeden Fall wunderschön. Auch wenn das Wetter gerade miserabel ist. Das ist nur eine Pflanze, okay. Hier, Federvieh. Federvieh. Oh. Tja, ich bin mal echt gespannt, wie lange das ganze Spiel hier geht, ne? Ich glaube, da werden noch einige Stunden auf uns zukommen. Und ich bin auch echt mal gespannt, ob es denn irgendwann vielleicht doch mal gefühlt zumindest etwas leichter wird. Vielleicht ist es auch immer mit diesen Aufnahmepausen so ein bisschen blöder, weil man ja dann doch immer recht schnell rauskommt. Nein, warum ist denn hier Gift? Ich kann nicht in Gift, noch nicht. Wir brauchen mehr Giftresistenz. Oh, ist das ganze Gebiet hier verseucht? Ich hoffe nicht, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal eine Schnellreise benutzt, ne? Ich glaube, ist auch ganz gut, weil wer weiß... Sonst wäre ich vom Level ja noch schlechter. Dann hätte ich ja noch weniger gekämpft. Das ist ein Nachtschatten, ne? Ja. Kaji! Nicht gut. Also was meine ich, ne? Man muss echt noch... immer noch so vielen aus dem Weg gehen. Obwohl wir doch eigentlich schon ordentlich gelevelt hatten. Aber was bewacht der Nachtschatten da? Ist das sein Nest? Vielleicht hat er da ja kleine Kiddies. Kleine Nachtschatten-Kiddies. Oh. Der weite Ozean. Oh, jetzt müsste da die Sonne aufgehen. Tut sie aber nisch. Alles doof. Was ist denn das hier? Eine Brücke oder ist das... Nee, nicht wirklich eine Brücke. Wollen wir mal versuchen, uns mit denen anzulegen? Achtung. Ich würde mich hier schon ganz gerne umgucken. Es ist ja nur der eine Nachtschatten. Wenn Kaji das gut hinbekommt da... Ich glaube, die ist gleich down, ne? Obwohl, guck mal. Geht eigentlich klar. Vom Schaden her, jetzt wird's kritisch. Weil jetzt geht er auf uns. Ja. Kann zum Glück nicht schießen. Das rettet mir immer so ein bisschen den Hintern, wenn die Gegner nicht schießen können. Und Kaji muss leben bleiben. Jetzt kommt er wieder. Oh, guck mal, da unten liegt eine Leiche. Hast du gesehen? Ja, Kaji, das machen wir ganz gut so. Hä? Was denn jetzt? Blutung? Das hat er doch geschossen. Kaji, halt durch. Komm, der ist gleich. Ja! Komm, das war ein fairer Kampf. Mehr oder weniger. Ach super, hätte ich nicht gedacht, dass wir den hinbekommen. Zeig mal. Ich will deine Krallen. Alter, Kaji. Voll ruft er. Ach, Krallen, Hornplatte. Gut, was haben wir denn hier? Was? Skalda? Skalds? Der Name kommt mir so bekannt vor. Tagebuch. Und hier ist Skalds tot. Setzerbrot Elixid. Okay, komm, wir gucken uns hier erstmal um. Was hat er denn hier gemacht? Er hat Spielzeugauto gehabt. Dietrich, Zigarren, Öllampe und ich höre hier Asseln. Das ist wieder schön für unsere Suppe. Ne, eine Ratte. Der Ratte. Oh, da liegt ja noch einer. Wer liegt denn hier? Verbannter. Okay. Knochen, Bier, Elixir, Drüse, Krug, Mana. Okay, hatten die beiden sich in der Wolle? Hatten die eine offene Rechnung? Sieht so aus. Ah,
immer mehr. Ich höre schon wieder irgendwas. Gut, wir gucken mal ins Tagebuch rein. Dann schauen wir mal, was hier der Gute für ein Problem hatte. Zeig mal her. Das Skalds Tagebuch. Das Tagebuch eines verbannten Skald. Ach, des verbannten Skald. Entschuldigung. So ein Scheiß. Ich habe keine Lust auf den Kram. Artak meint, wir alle sollen Tagebuch führen, für den Fall, dass die Prüfer uns später nicht glauben. Also gut. Tag 1. Ich wurde von der Expedition zu dem Herzding hier zum Lagermeister ernannt. Ich soll ein Auge auf die Vorräte halten. Die anderen erscheinen alle ziemlich entspannt. Das sollte ein Kinderspiel werden. Tag 2. Habe gearbeitet. Grindil liegt nur herum. Skald scheint zu arbeiten, aber er pult seit Stunden an derselben Stelle herum. In der Geschwindigkeit werden wir nie fertig. Tag 3. Ich habe den anderen gesagt, dass wir schneller arbeiten müssen, sonst laufen wir Gefahr, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Tag 4. Die anderen arbeiten im absoluten Schneckentempo, kriegen nichts geschissen. Ich habe mir die Axt geschnappt und bin in den Wald. Scheiß doch auf das Weltenherz und auf Artak. Ich hack Holz. Tag 7. Wir hatten einen Dieb in unseren Reihen. Ich habe ihn eigenhändig überführt und weggesperrt. Mir ist egal, was die anderen sagen. Er ist schuldig. Punkt. Alles klar. Tag 10. Ich glaube, Artak dreht durch. Er behauptet, dass irgendwelche Viecher nachts um unser Lager herumschleichen. Ich werde heute Nacht Wache halten. Vermutlich ist Artak aber einfach voll mit Scheiße in den Ohren. Okay, aber die sind jetzt gar nicht hier, ne? Der Artak. Mal gucken, vielleicht haben die ja noch ein anderes Lager. Bestimmt irgendwo. Ah, nein, Gift. Sind die denn in das Gift reingegangen dann zum Holzhacken? Oh, guck mal da vorne. Ist das ein Hafen? Sieht so aus, ne? Komm, wir gehen mal ein bisschen in den Nahkampf. Da kam schon wieder eine Giftwolke. Damit ich mich mal wieder ein bisschen teste. Achtung! Ah, danke, Kaji. Wir nehmen mal die 3. Ne, nicht die 3, die 9. Schnabulieren mal etwas. So, was haben wir denn hier? Und eine Brause. Ah, man, mit diesem Gift kriegt man dann später vielleicht sogar so einen Schutzanzug, dass man komplett immun gegen irgendwelche Gifte ist. Den da drüben nehmen wir noch mit hier, das kleine Vogelvieh. Finde ich gut, mit dem kann ich mich anlegen. Eigentlich ganz nett hier. Ja. Hey, mein Freund. Geht los. Die hauen immer so weit ab danach, ne? Durch ihre Kombos. Kaji! Immer ruft er. Mann! Mehr! Jetzt! Nein! Ja! Ja! Super, Kaji! We are a dream team! Ich mag Kaji. Ich finde ihren komischen Schwert-Skill super, den sie da hat. Und auch, dass sie auch Nah- und Fernkampf hat. Aber haben, glaube ich, alle, ne? Nah- und Fernkampf. Außer Duracelle. Der hat gar keinen Kampf mehr. Oh, das ist ein Boot. Ja, das ist ein Hafen. Okay. Haben wir den Hafen gefunden? Können wir denn auch Boot fahren? Boah, und angeln gehen. Das wäre super. Aber ich glaube nicht, ne? So, zeig mal erstmal, wen haben wir denn da unten? Der sieht mir etwas gefährlicher aus als unser kleines Federvieh, obwohl Raptor. Oh, voll daneben. Achtung! Komm her, Raptor. Haben wir den getroffen gerade? Ja, wir haben nicht mehr so viel Pfeile. Aber es hat gereicht. Oh, Vorsicht. Ich bin immer so hastig, junger Mann.
Oh, da bei dem Boot sind welche. Ah, das sind bestimmt Totenkopfleute, ne? Na, zeigt euch mal. Naja, verlorene Totenkopfleute. Oh, und Radioaktivität hier. Das sind doch diese Fässer. Ah, schade. Hätte ich gern geguckt, was die da auf dem Boot haben. Na, dann gucken wir uns mal beim Hafen um. Ob wir da irgendwas finden. Ich hätte ja auch ganz gern mal wieder einen Lehrer, der mir irgendwas beibringt. Was wollte ich denn noch mal lernen? Ich wollte noch irgendwas lernen, was super toll ist. Ah, hier ist schon wieder so ein Blumenbeet. Oh. So, beim Hafen sind da bestimmt auch wieder Feinde, oder? Es fehlt mir so ein bisschen an friedlichen Siedlungen. Man hat halt die großen Hauptstädte und das war's dann aber auch im größten Teil schon. Bis auf so ein paar Einheimische, die man hier und da mal findet, aber nie wirklich so eine kleine Siedlung. Komm, das gucken wir uns mal... Alter! Alter, was hat der denn da? Okay. Na, ich hoffe, der ist auf unserer Seite. Ansonsten haben wir jetzt gleich ein kleines Problem. Das ist bestimmt... Ja. Banditenanführer. Ach du Kacke. Wollen wir es versuchen? Wie viel haben wir denn noch hier an Munition? Gar nichts. Pfeile haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich leg's mal drauf an. Guck mal, was schießt er denn da? Alter. Komm, ab in den Nahkampf. Vielleicht fahren wir da besser. Aber Vorsicht, da kommt der nächste KI. Wenn der jetzt noch dazu kommt, dann ist aus. Es geht eigentlich vom Damage her. Man darf sich halt nur nicht treffen lassen wieder. Ne? Nein, Kashi, warum? Kashi, tu mir das nicht an. Zwei ist scheiße. Kashi, steh auf. Alter, hör auf mit deinem Kompass. Ach, das ist mies jetzt. Kashi! Kashi, lebe! Können wir sie denn wiederbeleben? Bewusstlos. Nein, hör auf zu schießen. Was ist das? Hör auf, deine Waffe ist doof. Na, Vorsicht. Ah, Kashi, steh wieder auf. Wie lange bleibt ihr denn bewusstlos? Ach, er macht auch noch... Nein, Kashi! Kashi ist wieder aufgestanden. Mist, 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 Mist. Warte mal. Nein! Steam-Oberfläche. Ah, ich kann ja auch nicht ins Inventar. Es geht ja weiter, sonst hätte ich mir jetzt gerade einen Heiltrank rausgesucht. Vielleicht... Nein, schaffen wir nicht. Ah, wir müssen es so probieren. Ach, fuck. Nein, sie hat ihn gerade down. Aber das schaffen wir. Ey, das schaffen wir. Wir müssen den irgendwie weglocken, dass wir alleine gegen den kämpfen. Und dann erst den nächsten dazu holen. Wir müssen die echt einzeln rausholen. Anders kriege ich es noch nicht gebacken. Aber wir haben eine Chance. Kashi, wir haben eine Chance. Alles klar, ihr Lieben. Die Chance sehen wir dann in der nächsten Runde. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Elex. Bis denn. Bye, bye.